Na, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Seid Lektionsweiter. Übernimm du. Du bist dran. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Los, genau her. Alles okay? Hey, das lief gar nicht mal schlecht. Eisige Welle könnte interessant sein. Das war bestimmt der Barrett. Perlen-Ingwer. What the fuck ist ein Perlen-Ingwer? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Naja, gehen wir mal hier lang. Hallo, Pilz. Hier irgendwas? Nichts. So, dann gehen wir mal hier rein, ne? Oh, ich dachte, da geht's rein, nicht weiter. Naja, komm, ist egal. Oh, hier gibt's gut Stuff. Aber ich muss hier lang. Irgendwie. Hier lang. Keine Kornschutz. Das hat geklappt. Oh, diese Kletterpassagen. Jetzt aber. Da, oh, nach oben. Kann ich einfach hier reingehen? Warte mal, die Yuffie sucht nach Materie und der Barrett sucht den richtigen Weg. Ah, hier sind sie beide lang gegangen. Aris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Oh nein. Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Sag mal, wie blöd ist Aris? Dass sie ein bisschen naiv ist, okay. Aber die Aris war doch nicht doof. Ich meine, es war ein bisschen schnuffig, aber... Ich
Weiß nicht, ob Aeris das verdient hat. Das sollte reichen. Bring es hinter uns. Das Spiel ist aus. Naja. Kurz und schmerzlos. Der Feind ist geschwächt. Bis hier und weiter. Volle Kraft. Keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, die Haltringe sollte ich tatsächlich im Kampf benutzen, weil ich ja diese Materie drin habe, die im Kampf die Gegenstände verbessert. Ich kenne Bring es hinter uns! Los! Keinen kommen! Der Verlust ist nicht vorbei. So, nehmen wir mal mit. Passt eh nichts mehr rein, das ist immer mal wieder tragisch. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht so viel verlangt, mal zu grüßen. Oh, zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Alter, was ist denn das für Viecher? Auf Nummer sich. Bagnadrana. Dieser fleischfressende Hexer Bode krabbelt durch Bergregionen. Kaum ein Beutetier kann seinen Fangbein entkommen, während er unerbittlich an seinem Opfer naht. Physische Attacken von hinten erweisen sich bei ihm als nutzlos. Füge ihm eine bestimmte Menge Schaden zu, während er drangsaliert. Es wird heiß! Alter Schwede. Bring es hinter uns. Keine Kraut. Hau rein. Ich krieg's bei ihm alle. Ich bin dran. Warte. Ab mit dir. Los. Zack.
Au. Hat wehgetan. Jetzt kicken die Kopfschmerzen rein. Autsch, hab nicht so viel genug getrunken. Weiter geht's. Wie viel haben wir es eigentlich? Mal kurz nach 12, es geht noch. Ich bin aber auch schon seit 9 Uhr wach, also. So, sind wir dann hier überhaupt richtig? Der gehört Shinra. Ob der Yuffie und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Ja, das sind die drei. So, brauche ich tatsächlich nicht. Kriegen aber Kohle. Die sind aber süß. Meinst du diese komischen Drago-Spinnenviecher oder was? Ja, die waren knuffig, aber... Kommt, raus mit euch! Die Turks! Hallo? Schön, euch zu sehen! Seid ihr uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal Indy gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brute und mich? Klar? Wir haben gerne noch länger geblieben. Aber wir haben viel zu tun. Alter, diese Hure. Müsst ihr euch heute mit dem da begnügen? Fick dich, Elena. Schön, euch gekannt zu haben. Feuer mit Feuer. Ich hab da einen kleinen Phönix, der auf dich Bock hat. Ich zähl auf dich. Ich leg los. Okay.
Unfug! Es wird stürmisch! Alter! Blitz und Aero. Leih mir deine Kraft. Au. Keine Kraft mehr. What's up? So. Wollen wir mal den Justin 2 als Kumpan holen. Auf ihn! Ja, der hat gesessen. Mach's gut, Justin. War schön mit uns. Bis zum nächsten Mal. Aber nicht ohne Geschenk. Guck mal, selbst die Aris sagt Tschüss. Los!
Wind tragen. Sau. Das war's. Tja, kann man mal machen. Wie geschmiert. Die Turks sind also wieder im Dienst. Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung. Die anderen warten auf uns. Ich finde aber der Phönix in Final Fantasy 16 war ein bisschen imposanter. Gut, man hat natürlich auch größer, klar, ne? Nun gut, kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus zu verzeichnen. Nach der Analyse der uns vorliegenden Daten schlussfolgerte, die Dame in Rot mit dem Ausschnitt, die hat sich hochgefickt, wetten, einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist. Oh, das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Ah, allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus-Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus-Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidegger, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Heidegger, so ein Spacko. Was ist? Es gibt da eine Frage, die mir Ihr Vater nie beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7, für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut Ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar. Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Hat die Strapse an? Beunruhigend, dass mir das zuerst auffällt. Alter, was der für ein Schoßtier hat.
Slums von Sektor 5, verlassenes Haus. Ja? Mach bitte auf! Warum spielen wir jetzt Zack? Ich meine, ich mag den Dude. Elmira? Bist du Zack? Ja. Wo ist Aeris? Oben. What the fuck? Ich nehme sie mit nach Hause. Shinra, beobachtet ihr Haus. Ich habe Gardisten gesehen. Inzwischen nicht mehr. Die haben jetzt wichtigere Probleme. Aber... Bei dir kann ich sie ja wohl kaum lassen. Doch, natürlich können sie das. Um Cloud habe ich mir... Das kann ich nicht. Du musst sie dir doch nur mal anschauen. Wie schmutzig sie ist. Siehst du das denn gar nicht? Tut mir leid. Dein Brief hat mir wirklich Sorgen bereitet. Und jetzt, wo ich sie hier so sehe... Ich habe einen Rollstuhl dabei. Aeris schiebe ich. Und du trägst dann Cloud. Schaffst du das? Klar, kein Problem. Das ist von Aeris. Ja, ich weiß. Aeris? Was hat sie? Aeris? Aeris! Hey, Elmira. Was ist? Was passiert hier eigentlich? Die Welt geht unter. Jedenfalls sagen das alle. What the fuck? Verstehe ich jetzt nicht. Aeris? In welcher Richtung liegt Midgar? Grob gesagt, östlich von hier. Da drüben. Wie es wohl meiner Mutter geht? Als ich dort war, ging's ihr gut. Aber sie war besorgt. Ich bin eine furchtbare Tochter. Sie wird es verstehen. Wenn du es ihr erklärst. Leichter gesagt als getan. So, kann man sich hier irgendwo noch mal hinsetzen? Hier nicht. Wollen wir mal zu Tifa und Dingsbums? Boah, dieser DLC-Boss, ne? Der Leviathan, der hat mich gestern noch so abgefuckt. Ich hab den noch geschafft und dann habe ich das Spiel sofort ausgemacht.
sind wir! Alles in Ordnung? Klar! Sind nur ordentlich durchgeschwitzt. Alles ausgekundschaftet? Nix gefunden. Und Materia leider auch nicht. Wir haben sie uns auch geschnappt, bevor sie es zum Reaktor geschafft hat. Und jetzt müssen wir aber schleunigst dahin. Die Kapuzenhainis sind bestimmt schon dort. Los! So langsam wie die vorangehen, sollte es doch eigentlich für uns gar kein Problem sein. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden die fett rennen oder so. Das ist der Corals Makroreaktor. Es ist impressive. Totally. Das muss man denen lassen. Nur die Nebenquests schlauchen extrem. Hey, diese Typen in den Umhängen. Wer sind die? Opfer von Shinra. Verstehe. Das haben sie wohl mit Wutai gemeinsam. Wieso das? Shinras Armee ist nicht nur in Wutai eingefallen und hat unsere Städte dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben uns auch noch dieses Scheinabkommen aufgezwungen. Wutai wollte den Waffenstillstand doch auch. Die alten Säcke an der Spitze wollten ihn und haben es wie sonst auch einfach entschieden. Bisher sind ihnen immer alle brav gefolgt. Aber dieses Mal hatten wir genug. Die Hoffnung des Volkes von Wutai ruhte auf Oberst Nordbrook und seinen Leuten. Drei ehemalige Soldaten auf Rachefeldzug. Sagt mir nichts. Nordbrook hat uns von den alten Fesseln der Tradition befreit und Wutai neuen Mut gegeben. Als dann einer seiner Vertrauten, ein Mann namens Saruf, sich uns anschloss, kam es zur Revolution. Und wir schufen eine Übergangsregierung. Revolution? Na, Hut ab! Wieso nur eine Übergangsregierung? Die richtige Regierung, die wird bestimmt, sobald Shinra besiegt ist. Und zwar vom Volk in fairen Wahlen, klar? Will heißen, wir sind dabei, das Wort Übergang endlich loszuwerden. Nicht schlecht, oder? Ich finde den Arm von ihr links irgendwie ein bisschen komisch. Was ist denn? Oder die Rüstung. Komm schon! Wenigstens der Reaktor nicht frei begehbar. Hey, seht euch das an! Guckt mal, ist das etwa alles, Marco? Ja. Also, gibt es hier irgendwo eine gigantische Materia? Ich hoffe, ich kann die auch alleine tragen. Was denn jetzt? Holy moly. Was war das denn? Eine Arma. Sie ist ein Wächter. Es heißt, dass sie auftauchen, wenn dem Planeten Gefahr droht. Hojo hat es auf sie abgesehen. Sag mal, habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade eine riesige Materie an ihrem Körper. Ob es einen Weg gibt, sie irgendwie einzufangen?
Einen Wächter des Planeten fangen? Hä? Willst du so eine riesige Materie etwa nicht haben? Gut, sie gehört sowieso mir ganz allein. Na dann mal viel Spaß damit. Wir gehen inzwischen weiter. Hey, sei nicht so fies! Warte nur auf mich, kleine Arma. Ich komm ganz bestimmt wieder. Oh wei. Ich hatte auch nicht zugehört, ne? Zeigt, beweist, dass Shinra den Planeten über alle Maßen zugesetzt hat. Sprich, Avalanche hat den Nagel von Anfang an auf den Kopf getroffen. Nicht? Stimmt doch. Ja. Aber Shinra ist nicht der einzige Grund. Sephiroth. Richtig? Kommt. Der Planet braucht uns. Also wenn die Dinger nur auftauchen, wenn der Planet in Gefahr ist, sollte die Yuffie das riesige Ding vielleicht nicht fangen. Wenn der Planet zusammenbricht, dann bricht die auch nicht um. Bringt ihr die riesige Materie auch nichts. Würde ich sagen. Naja, Yuffie wird das schon verstehen. Die Hauptstories machen Spaß, aber das war's auch schon. Final Fantasy 7 hat mir das in den Slums echt gefallen, den Leuten ein bisschen zu helfen. Aber hier ist die Welt einfach zu groß. Die Schatten in den Gesichtern. So, hier kriege ich einiges. Bring es hinter uns! Keine Kosten, keine große Sache. Voll. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas synthetisieren kann. So, ein bisschen was mitgenommen. Brücke vor. Was ist denn das da? Eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Und wie bitte? Was denn? Hast du vielleicht eine Idee? Der Blick von der Tifa. Wie so ein Hund. Wuff. Die Brücke lässt sich von dem Kontrollraum aus bedienen. Und wie kommen wir dahin? Durch die Mine. Ist aber seit Jahren unbenutzt. Keine Ahnung, wie es drinnen aussieht. Hm.
wir beeilen uns ja schon. Jetzt wartet doch! Hey! Cloud! Hier lang. Interessant, dass der Cloud jetzt auch darauf reagiert. Wo ich mir sowas eigentlich schon gedacht habe. Könnte der Einfluss des Marco sein. Er sollte sich etwas ausruhen. Und während Cloud das macht, gehen wir die Brücke runterlassen, ja? Oh, warum nicht? Wir rufen an, wenn wir fertig sind. Ruh du dich bis dahin hier aus. Ha, na dann!